Ja, hier ist Heinrich Bloch, nicht? Ich wollte sagen, ich bin jetzt hier auf einer Insel und ich freue mich ganz besonders. Das erste Mal auf einer Insel. Ja, ich muss mal hier gucken, ob die auch pümpeln, nicht? Ja, und wir sind jetzt hier auf Amrum. Und Amrum ist auch bekannt für seinen Leuchtturm, den wir jetzt gleich hier im Hintergrund sehen werden, nicht? Der ist gestreift, rot-weiß, 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 nicht? Fast wie mein Polunder, den ihr ja schon kennt. Der ist immer gestreift, blau-weiß, 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 bis nach unten. Aber ja, habe ich heute nicht an, nicht? Also sonst würde ich neu zeigen. Ja. Dann wir gucken uns noch weiter um. Bleibt dran. Bis denn. Euer Heinrich. Ja, wir sind jetzt hier also am Seefeuer Amrum, am Leuchtturm sozusagen. Ja, und hier auf dieser Tafel, da sieht man so einige Daten, nicht? Im Prinzip ist so ein Leuchtturm ja nichts anderes als ein Pümpel, den man umgedreht hat, wo oben noch eine Lampe drauf ist und zwischendurch rot-weiß-rot-weiße Streifen gemacht haben, nicht? Und die Daten habe ich euch gerade abgefilmt. Da könnt ihr lesen, wenn ihr Langeweile habt, nicht? Ich lese doch noch mal vor. Komm mal ein bisschen näher ran, damit wir das haben, auf Stimme. Komm mal von so ein bisschen näher ran, so ranzoomen an die, ja. Tragweite 23,3 SM weiß, Leuchtenheit 16 geschliffene Sammellinsenfelder, Lampe, Halogen, Metalldampflampe, 230 Volt, 250 Watt, Kennung BLZ 7,5 pro Sekunde, ein Blitz von 1 Sekunde gefolgt von 6,5 Sekunden Dunkelheit. Ja, und den Rest, den könnt ihr ja selber ablesen. Ja, das war's erstmal. Euer Heinrich Bloch. Bis denn, nicht? Wir sehen uns. Sauber bleiben, nicht? Ja. Auf Amrum. Und ich habe jetzt das Dorf entdeckt, ja, wo man immer in den Nachrichten hört, nicht? Bei NDR 2 oder sowas, nicht? Oder bei den anderen Rundfunkstationen, nicht? Dann steht da immer drauf, dichter Nebel, nicht? Und da sind wir jetzt hier. Ich weiß nicht, da, Nebel. Kann man sehen, nicht? Nebel. Da ist also, davon wird immer berichtet. Ja, und das ist ein ganz schönes Dorf, ist das. Wenn man also mal Zeit hat, da hingehen möchte. Ich fange das mal ein ganz bisschen ein im Hintergrund so, nicht? Da siehst du schon. Nebel. Und das ist auch in zwei Landessprachen geschrieben, nicht? Einmal in Friesisch, nicht? Und einmal in Hochdeutsch. Hochdeutsch ist das obere, das da, und auf Friesisch ist das. Und ich mache mal ganz kurz einen Häusereinfang. Hier, guck mal. So sehen die Häuser da alle aus im Nebel. Ganz herrlich hier auf Amrum. Nicht? Also, wenn ihr mal Langeweile habt, dann kommt ihr mal einfach dahin. Nicht? Und ja, das war's jetzt. Erstmal ein paar Sachen fange ich nachher noch ein. Ich kann nicht alles auf einmal einfangen. Euer Heinrich.
Ja, klasse. Leider schon vorbei. Nicht? Der schönste Tag geht irgendwann mal zu Ende. Ja, also die spielen noch ein bisschen, aber die Batterien sind alle. Nicht? Also viel Spaß noch denen.